Beschäftigte in Gesundheit und Pflege müssen jetzt nachweisen, dass sie gegen Corona geimpft oder genesen sind. Für wen gilt die Impfpflicht? Betroffen sind Mitarbeiter unter anderem in Alten- und Pflegeheimen, Einrichtungen für Behinderte, Krankenhäusern, Tageskliniken, Arztpraxen und Rettungsdiensten. Ausgenommen sind Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Zuletzt waren zwischen 70% und 90% der Mitarbeiter je nach Region und Einrichtung geimpft. Wie soll sie umgesetzt werden? Können Mitarbeiter keine Impfung vorweisen, muss der Arbeitgeber das Gesundheitsamt informieren. Die Behörde soll den Betroffenen dann eine Frist setzen, die im Gesetz nicht näher definiert ist. Bleibt der Impfnachweis weiter aus, muss das Amt im Rahmen seines Ermessens über ein Tätigkeits- oder Betreuungsverbot entscheiden. Dabei sollen auch mögliche Versorgungsengpässe in der Region eine Rolle spielen. Zuständig für die Umsetzung sind die Länder. Droht Ungeimpften der Jobverlust? Bis zu einer endgültigen Entscheidung des Gesundheitsamts ist eine Weiterbeschäftigung der Betroffenen grundsätzlich möglich. So dürfte es einige Zeit dauern, bis jemand seinen Job verliert. Entscheidet das Amt gegen einen Mitarbeiter, dürfte sein Vergütungsanspruch entfallen. Als letztes Mittel kann auch eine Kündigung in Betracht kommen. Den Arbeitgebern drohen Bußgelder, falls sie Ungeimpfte weiter beschäftigen.